Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Wir haben die Gespräche ja permanent geführt und sie werden weitergeführt. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, die da immer wieder auf den gleichen Punkt hinauslaufen. Um eine vollständige Brigade, und wir reden hier über etwa 5000 allein Soldatinnen und Soldaten, wir reden über mehrere Bataillone von Fahrzeugen, um die unterzubringen, braucht es die entsprechende Infrastruktur. Die lässt sich auch nicht mal eben so aufbauen. Es braucht auch die Infrastruktur für Familien und andere. Und wie ich schon gesagt habe, am Ende ist es keine Frage, wer was möchte oder wer was zur Verfügung stellen möchte, sondern was die NATO-Entscheidung ausmacht. Und die Region Plans liegen noch nicht vor. Wir werden auf dem NATO-Gipfel in Vilnius darüber reden. Und da wird es natürlich um die Frage gehen, was macht militärisch eigentlich mehr Sinn? Eine feste, große, stationierte Brigade hier oben im Baltikum, in Litauen. Übrigens etwas, was nicht absehbar ist bei Briten und Kanadiern als den anderen Rahmennationen. Oder ist es militärisch sinnvoller, flexibel zu bleiben, entlang der Ostflanke regelmäßig Präsenz zu zeigen und natürlich schwerpunktmäßig auch die Brigade hier abzubilden. Am Ende bleibt das Ziel entscheidend, das muss erreicht und gesichert werden, nämlich dass wir das Baltikum wirksam und schnell schützen können und dafür stehen wir bereit. Ja, ich habe es ja nicht so mit den Zitaten, die 25 Jahre alt sind, aber im Kern stimmt das. Die Freiheit wird hier noch mal mehr verteidigt und auch die Sicherheit des NATO-Territoriums. Ich habe das ja oft gesagt in den letzten Wochen. Bis 1990 war die Bundesrepublik Deutschland die Ostflanke. Wie unsere Sicherheit wurde gewährleistet durch die NATO und ihre Verbündeten. Und heute ist eben Polen, das Baltikum und andere Länder die Ostflanke. Und deswegen sind wir heute genauso in der Verpflichtung, diesen Schutz zu gewährleisten, wie das die NATO damals für uns getan hat. Und dieser Verpflichtung stellen wir uns ohne Wenn und Aber. Verstetigt werden, verstärkt werden, wie es vielleicht auch die Litauer sich wünschen. Und wo steht Deutschland? Wir haben keine Ausrüstungsmängel bei den Leoparden. Dem muss ich sehr deutlich widersprechen. Wir hatten einen Stau bei der Wartung und Instandsetzung. Der wird jetzt aufgelöst. Aber wir waren jederzeit imstande, VGTF aufzufüllen. Und das ist kein Zusammenklauben, wie ich heute Morgen gelesen habe. Das ist normales Management der Ressourcen. Wenn Fahrzeuge ausfallen oder nicht schnell genug gewartet werden können, werden sie durch andere gleichwertige Fahrzeuge ersetzt, die dann eben gemeinsam mit den vorhandenen gewährleisten, dass der Einsatzauftrag erfüllt werden kann. Und daran besteht kein Zweifel. Dass ich jemandem zu nahe trete, stehen wir als Rahmennation sehr, sehr gut da. Ich will jetzt keine Rangfolge nennen, aber an meinem Gesichtsausdruck können Sie sie vielleicht ablesen. Wir können wirklich sehr zufrieden sein. Wir stehen ganz klar mit sehr, sehr starken Kräften hier. Keiner der anderen Rahmennationen hat mehr als wir hier, soweit ich das überblicken kann, und auch vor allen Dingen so beständig. Allein die Tatsache unseres Gefechtsstandes und der Schnelligkeit, mit der wir jetzt auch hier waren und diese Übung durchführen, zeigt, und wie gesagt, das wird von der litauischen Seite militärisch ausdrücklich auch geteilt und begrüßt, was auch durch regelmäßige Besuche hier dokumentiert wird. Es wird sehr begrüßt, was wir hier leisten. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, wie sehr Deutschland hier an der Seite Litauens steht als Rahmennation. Und daran wird sich auch nichts ändern. Hier diesen gewonnenen Raum zu halten und dann beim Bataillon Verstärkung anzufordern, die dann entweder links... Nässe wäre noch schlechter Punkt. Das auf jeden Fall. Wenn das Tauwetter kommen würde, das wäre natürlich... Ja. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.